Kino, präsentiert von Batte Mall of Switzerland. Fürs beste Kinoerlebnis. Falls Sie in dieser Woche einen neuen Film im Kino schauen wollen, dann sind Sie bei uns jetzt hier genau richtig. Wir verraten Ihnen nämlich, was alles neu startet. Und den Anfang machen wir mit einer wunderbaren Liebeskomödie. Wo sich der Pakistani Kumail in The Big Sick in die Studentin Emily verliebt, prallen zwei Kulturen aufeinander. Dass sein Umfeld nicht gerade begeistert ist, kommt er sofort zu spüren über. Ich muss dir was sagen, Navid. Ich habe eine Freundin. Sie ist weiß. Eine Weiße? Mit deinem Aussehen kannst du nicht eine Weiße brüllen. Alles gut, wir hassen Terroristen. Und außerdem hat im Kumail seine Familie sowieso schon ganz andere Pläne für ihn. Wer recht jetzt da gerade an seine Tür klopft? Ich vermute, es ist eine junge pakistanische Singlefrau. Das ist Subeda. Für deine Akte? Für deine Akte X? Deine Lieblingsserie? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Dass die Familie von Kumail ihn mit anderen Frauen verkuppeln will, ist für Emily untragbar. Bist du in der Jury von Pakistans Next Topmodel? Weißt du, es gibt in meiner Kultur arrangierte Ehen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der wir am Ende zusammen sind? Keine Ahnung. Und so befindet sich der Kumail schon gleich im Zwiespalt zwischen seiner Familie und seinem Herz. «The Big Sick» ist eine wunderbare Feel-Good-Komödie, die berührt und verzaubert. Das gibt 4 von 5 Sternen. 11. September. Ich meine, ich wollte mich schon immer mal darüber unterhalten, darüber reden, mit jemandem. «The Big Sick» ist das gewesen. Und jetzt gibt es in unseren weiteren Starts noch eine grosse Portion Action. Darauf haben alle DC-Fans gewartet. In der Comic-Verfilmung Justice League müssen sich der Batman, die Wonder Woman und andere Superhelden zusammentun, um einen gemeinsamen Feind zu stoppen. Aber zuerst einmal müssen sie Teamwork beweisen. Bombastische Action-Szenen und viel Wortwitz mit dem Ben Affleck oder der Gal Gadot. Diese Welt wird fallen. Wie all die anderen. Im US-Kino-Hit «Happy Death Day» muss Tree selber aufklären, wer sie ermordet hat. Sie erlebt nämlich seit ihrem Tod ihre Ermordung immer wieder von Neuem. Und zwar so lange, bis sie ihren Peiniger endlich entlarven kann. Eine kreative Wiederbelebung vom verloren glaubten Slasher-Genre. Ich hab's geschafft! Der Doc «Fliegende Schiffe» erzählt von der Entwicklung von Tragflügelbooten in den 30er Jahren in Deutschland über Grossproduktionen in der Schweiz bis zu einem Auftritt im James-Bond-Film «Thunderball». Die Regisseure Thomas und Beat Wurmann zeigen aber auch neueste Modelle aus dem Segelsport. Ein Glücklicher oder ein Glücklicher wird jetzt denn bald jubeln, wenn er am Briefkasten geht und in unserem Wettbewerb etwas gewonnen hat. In dieser Woche ist es das. Wir verlosen Tickets für das Kino «Patte Mall of Switzerland» in Ebiken sowie gute Sätze zu «Justice League». Gewinnen kann man, indem man ein E-Mail an kino@tele1.ch oder eine Postkarte mit dem Stichwort «Kino» und ihre Adresse an Meihofstrasse 76 in Luzern schickt. Ja, das war's gewesen für heute. Ich verabschiede mich aus dem Kino «Patte Mall of Switzerland» in Ebiken und hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein, dann mit der Fortsetzung vom herzigen Paddington. Bis dann, ade miteinander. Kino, präsentiert von «Patte Mall of Switzerland». Fürs beste Kinoerlebnis.